Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin. Heute ist der besondere Tag. Ich bekomme einen neuen Computer. Ich kann es nicht glauben, einen PC, keinen Mac. Ich habe mir einen bauen lassen, um mein Streaming zu optimieren. Und dieses Video mache ich primär auch, um zu erklären, welchen PC ich habe, weil ich habe die Fragen schon im Vorfeld bekommen und ich habe keine Ahnung, welchen PC ich habe. Ich weiß nicht, was drin ist. Wirklich, ich habe einfach nur zu Bastelnerd, so heißt der Experte, der jetzt auch gleich vorbeikommen wird und mir den PC bringt. Ich habe einfach nur gesagt, pass auf, das will ich machen, baue mir einen zusammen. Er hat irgendwie knapp 4000 Euro gekostet und später, wenn er da ist, soll er mal ganz kurz erklären, woraus der so besteht, also dieses technische Zeug, da kenne ich mich nicht aus. So, warum habe ich mir einen PC bestellt? Ich möchte mein Livestreaming noch verbessern. Ich habe gemerkt, wenn ich jetzt auf Twitch oder anderen Plattformen live gehe, gleichzeitig Lightroom öffne, gleichzeitig Videos aufnehme, Podcasts aufnehme, dass dann manchmal die Programme einfach deutlich hinterherhängen. Darauf ist das MacBook nicht ausgelegt. Und deswegen habe ich mir jetzt einen Streaming-PC bauen lassen, um euch noch mehr anbieten zu können. Das heißt, ich möchte demnächst, wenn ich morgens Content produziere, Videos aufnehme, Podcasts, Bilder bearbeite, Videos bearbeite, dann würde ich dabei gerne live gehen, um euch das alles zu zeigen. Und da musste ein neuer PC her und da habe ich jetzt rein investiert. Ich hoffe, das klappt alles. Nein, ich bin mir sicher, das klappt alles. Und ich nehme euch gleich auch noch so ein bisschen mit, wie das alles hier so entsteht. Im Moment sieht es ja total kahl aus. Ich habe wirklich alles weggebaut, was man wegbauen kann, damit wir Platz haben. Und ja, so sieht das aktuell aus. Das ist mein Office. Ja, und jetzt wird es ein bisschen ausgebaut. Corona hält uns nicht auf, Freunde. In Corona-Zeiten wird investiert. Es wird noch mehr abgeliefert und nicht zurückgefahren. Okay? Also, wir haben jetzt 7.55 Uhr. 8 Uhr ist vereinbart, dass es losgeht. Ich bin schon ganz aufgeregt. So, Freunde, Maestro ist in the house. So sieht er aus, der gute Herr. Und wir brauchen jetzt mal schnell auf den Punkt gebracht. Was ist da jetzt drin? Also so, da gibt es ja so RAM und alles, ne? Und Grafikkarte. Wie heißt denn das? Ja, fangen wir mal an. Gehäuse ist das NZXT H710 Premium Gehäuse. Ist aber also Leute, ihr wisst, was er damit meint, oder? Ist noch ein MIDI Tower. Als Mainboard kommt zum Einsatz das ASRock ROG Strix B550. Alter. E-Gaming. Als Prozessor haben wir da drauf den Ryzen 9 3950X. Der soll gut sein. Ja, hat 16 Kerne, also ideal für Multi-Threading, also Multi-Core. Das ist immer wieder meine geile Sprache. Also ideal für, wenn der Kelvin dann viele Anwendungen offen hat, Photoshop, Premiere, OBS und alles soll gleichzeitig funktionieren, dann kann der alles das super berechnen. Okay. Und da viele Programme natürlich auch viel Arbeitsspeicher benötigen, sind 32 GB RAM verbaut von G-Skill, der Triton Z Neo mit CL16 Timings, also die Timings sind... quasi je niedriger die Zahl, desto kürzer die Latenz, umso schneller. Okay. Die Ansprechzeit, aber gut, das ist... Ich glaube, das war das Wichtigste, oder? Nee. Dann haben wir noch eine PCI Express 4.0 angebundene SSD drin verbaut mit 1 Terabyte, die 5000 Megabyte die Sekunde lesen kann und 4.500 Megabyte die Sekunde schreiben. Was umgerechnet eine DVD ist, damit man so eine Größenordnung hat. Dann nochmal eine 2 Terabyte normale SATA als Datengrab und Grafikkarte. Ah, das Wichtigste. Das Wichtigste. Ja, ja, deswegen hat sich ja etwas verzögert alles. Ist eine GeForce RTX 3070. Ja, ich habe noch eine 3070 gekriegt, bin einer der wenigen. 3080, 3090 ist gar nicht zu kriegen. Und genau, die ist da drin von Gigabyte, die Eagle OC Version mit 8 GB wie... RAM. Okay, also ich habe nur die Hälfte davon verstanden, Freunde, aber darum geht's. Überlasst das alles einem Experten. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das verstanden habt, also für diejenigen, die es verstanden haben, ist das in Ordnung oder muss ich jetzt stornieren? Und als Netzteil ist die Sonic Focus Gold 750 Watt. Sonys Gold 750 Watt Netzteil haben wir auch noch mit drin, ne? Also,
Wahrscheinlich schreiben jetzt die meisten rein, das ist viel zu viel für dich, Kelvin. Ey, ihr wisst noch gar nicht, was ich alles vorhab. Ne? Also ich werde jetzt nämlich der Ultra-Nerd. Ich gucke jetzt demnächst direkt ein paar Tutorials und so weiter. So, jetzt müssen wir die Kiste zum Laufen bringen. Achso, nee, warte mal, jetzt wird sie ausgepackt, ne? Ja, können wir gerne machen. Er hat auch schon die Kamera hier mit dabei. Und dann zeigen wir euch es mal. Wobei, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nicht gesagt, so Feuerleuchtspuren und was dieses Design, habe ich gesagt, ist jetzt nicht so wichtig für mich. Da gibt es ja so Rechner, ne? Da gibt es ja richtig Tamtam, so mit Nebelwolken und alles, oder? Nebelwolken? Ne, also mit so Feuer- oder Leuchtelementen und alles. Ja, da ist so ein bisschen ist da auch drin. Also Freunde, dass ich eines Tages mal wieder auf PC gehe, dass das passiert, das hätte ich nicht gedacht, ne? Schaut übrigens gerne mal auf seinem YouTube-Kanal vorbei, wenn euch das Thema interessiert. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt, weil das Mikro in die andere Richtung ist. Warte mal, ich wechsle nochmal ganz kurz. Schaut auf jeden Fall auf seinem YouTube-Kanal vorbei, Bastelnerd. Da findet ihr nur solche Videos und er macht es richtig krass, überkrass. Bis in Deutschland mit Sicherheit da ein führender Kanal, oder? In dem Bereich. Ja, doch schon. Kann man. Keine falsche Arroganz. Und natürlich hier auf Twitch, ne? twitch.tv/bastelnerd. Da gibt es die ganze Action in epischer Breite. Ah, der ist auch auf Twitch? Ja, natürlich. Oh, okay. So. So, hier ist er. Das Gerät. Der Gerät. Ja. Okay. Also ich sag, das sieht so aus, als könnte da richtig was gehen. Ohne mich groß auszukennen. Kleiner Zwischenstand, Freunde. Er stellt hier alles auf den Kopf. Also, wir mussten hier ein bisschen umbauen, damit der Rechner da hinten einen ehrenhaften Platz bekommt. Da finde ich auch gut, dass er da Wert drauf gelegt hat. Ich wollte ihn irgendwo ins Eck und an den Tisch stellen. Und er sagt mir irgendwas von invertiertes Gehäuse und bla 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 und alles. Und jetzt würde ich sagen, hat er hier eine ehrenhafte Position. Da bin ich mal gespannt. Leuchtet er später noch? Er leuchtet auch. Viel, dezent. Du hast ja gesagt, du wolltest nicht viel Alarm. Ja, easy, leuchten. So, und jetzt werden hier noch Kabelmanagement. Das ist ja auch so eine Sache und das ist ja auch deine Lieblingsdisziplin. Ne? Und da hat er hat alles gekauft. Er hat wirklich alles dafür, alles eine Lösung. Er hat sogar die PC-Tastatur, habe ich jetzt eine, die so ein bisschen aussieht wie Mac. Oh, also bisher läuft alles wunderbar nach Plan. Ich halte euch auf. Ja, wir brauchen auch noch ein bisschen Dramaturgie in dem Ganzen. Ne? Irgendwo muss ja auch mal ein Konflikt auftreten. Ne? Und dann brauchen wir noch einen Held, der das dann rettet und einen Weggefährten und so. Also im Moment läuft alles schon extrem nach Plan. Ich erwarte aber später noch Konflikte. Freunde, wir schreiten langsam voran und ich habe eben gerade so erfahren, es ist wohl so, dass ich den Rechner anmachen muss und ich soll die Folie abziehen. Also... Folie ist die hier, ne? Ja, genau. Warte. Oh! Weil ich habe vorhin schon gedacht, das sieht so ein bisschen bappig aus von außen, aber da war ja noch eine Folie drüber. Das wusste ich ja nicht. So, und wo macht man das Ding an? Oben drauf. Hier? Ja. Okay. Kommen jetzt Rauchwolken raus, oder? Nee. Oh, warte mal. Oh, hallo, okay, und er ganz leise ist er. Er wird noch leiser, wenn er gleich im Windows. So Freunde, wir richten jetzt gerade Twitch ein und Streaming und ich sehe hier gerade, will hier Video Bitrate 6000 einstellen und meine bisherigen Streams mit MacBook habe ich immer auf 2,5 gemacht. Manchmal sogar auf 2000, damit es überhaupt geht. Ich habe hier eine Internetleitung 40 im Upload und im Download 400. Und ich glaube jetzt, also wir haben noch keinen Konflikt. Bisher läuft alles wunderbar und ich bin mal gespannt, ob wir mit den Einstellungen später streamen können. Da bin ich mal gespannt. Ja, Freunde, ein paar Stunden sind durch. Wir haben jetzt das Wichtigste zum Laufen bekommen, die PlayStation. Nee, auch wir haben einen Zoom-Call getestet. Ich kann Videos aufnehmen. Ich kann live auf Twitch streamen. Jetzt müssen wir noch so ein paar Dinge nach dem Essen schauen. Keine Ahnung, wie Facebook-Livestream geht. Ich frage mich immer noch,
wie man Texte vom PC auf den Mac bekommt. Wenn ich einen Link in die Zwischenablage kopiere, habe ich gerade gemerkt, weil einiges jetzt auf dem PC ist, wie kriege ich da schnell einen Text rüber auf den Mac? Wenn euch da was einfällt, gerne mal in die Kommentare schreiben, falls wir noch nichts gefunden haben. Und ansonsten warten wir noch auf den zweiten Bildschirm. Also im Moment sieht es so aus, da hinten wird gleich noch ein bisschen aufgeräumt, aber ist noch relativ überschaubar. Und dann hoffen wir, dass jetzt demnächst der zweite Bildschirm kommt. Wie nett muss ich denn alleine heute Nachmittag anschließen? Oh oh. Boah, Freunde, wir haben jetzt schon 16 Uhr. Also, René war wirklich den ganzen Tag hier aktiv. Und wenn ihr ihn mal buchen solltet, weil ihr einfach auch sagen wollt, Kelvin, ich will mit dem Scheiß oder René, ich will mit dem Scheiß nichts zu tun haben. Bitte mach einfach alles. Es lohnt sich wirklich. Ich hätte das niemals alleine hingekriegt. Hat mir alles eingerichtet. Das Streaming, es ist verknüpft. Ich habe Zugriff auf mein Netzwerk, auf die Daten. Alle Bildschirme sind irgendwie angeschlossen. Das einzige, nee, stimmt nicht. Ein Bildschirm fehlt noch. Der kommt jetzt noch. Der wird heute noch geliefert. Aber das Kabel liegt schon. Ich muss nur noch reinstecken und dann geht's los. So, ich melde mich auf jeden Fall später nochmal, wenn dann auch der zweite Bildschirm da ist. Also die Konflikte blieben heute größtenteils aus. Aber dafür haben wir jetzt eine Dramaturgie drin, denn der zweite Bildschirm ist immer noch nicht da. Wir haben 17.22 Uhr. Er soll bis 20 Uhr kommen. Noch ist er da, der Chefe. Noch ist er da, macht gerade das Feintuning. Es bleibt spannend. Kommt der Bildschirm noch rechtzeitig? 18.12 Uhr, meine Freunde. Das Hirn ist voll mit Kabel und RAM. Und nee, RAM haben wir nicht mehr viel. Der Bildschirm ist leider noch nicht da. Und ja, René macht sich jetzt langsam hier ready, packt alles zusammen. Denn in 15 Minuten habe ich hier einen Live-Call und da geht dann eh nicht mehr viel. Der dauert eine Stunde. Das heißt, ich schließe den Bildschirm dann alleine an und ich hoffe, der kommt während dem Live-Call. So, und dann werde ich das große Finale heute Abend alleine zu Ende bringen. Einen schönen guten Morgen, Freunde. Es ist schon wieder der nächste Tag. Der Bildschirm ist nicht angekommen. Ich werde mir wahrscheinlich einen neuen bestellen müssen. Ich habe keine Ahnung, wo der bleibt. Ja, habe jetzt ein bisschen umgebaut. Ich habe quasi das Flipchart hier hinten, nein, da hinten war es, nach vorne geschoben. Da ist jetzt im Prinzip mein, ja, mein Bildschirm vom MacBook drauf. Das heißt, wenn ich jetzt Lightroom aufmache und dann arbeite ich hier mit Lightroom. Da habe ich übrigens auch gestern gezockt. Ich habe gestern den ersten Zocker-Livestream gemacht. Es hat auch alles funktioniert. Also Freunde, ich bin wirklich happy und ich muss eine Sache noch mit euch teilen. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen albern, weil ich schon so lange nicht mehr mit Windows gearbeitet habe. Das letzte war Windows XP. Und ich muss wirklich sagen, ich bin sehr positiv überrascht, wie intuitiv, wie einfach das ist. Ich habe gestern mein iPhone angeklemmt, der hat es direkt erkannt. Also es ist viel automatisch. Also da nochmal Respekt, ne? Weil ich war ja immer so ein Gegner von Windows. Vielleicht kommt es ja auch wieder. Ich weiß es nicht. Im Moment bin ich super happy. PC steht. Grüße gehen nochmal raus an Bastelnerd, den ich euch hier auch verlinke. Und jetzt fangen die Streams an. Das heißt, ich gehe jetzt gleich wieder live. Heute Morgen werde ich Vorschaubilder erstellen und werde vielleicht sogar dieses Video schneiden, live. Schauen wir mal. Also ich werde jetzt immer wieder morgens live gehen, mich bei der Arbeit, also das, was ich halt streamen kann, werde ich streamen. Und ja, abends dann hier und da mal ein Gameplay. So sieht das Set aktuell gerade aus. Okay, also, genau, so sieht das von meiner Perspektive aus. Ich bin noch nicht happy, ist ja jetzt auch noch früh am Morgen. Ich habe da hinten noch eine Lampe hingestellt, dass jetzt nur so lange, bis es draußen hell ist. Und dann ist auch irgendwann dieses Board da weg, da kommt auch mehr Licht vom Fenster rein. Ja, aber im Moment alles safe und wir machen nochmal einen finalen Blick auf den Rechner.
ich sagen, Freunde, das Flipchart da hinten, das fehlt mir schon im Hintergrund. Und wenn ich hier vorne sitze, muss ich schon so nach oben schauen, ne, wenn ich arbeite. Aber Bildschirm wird jetzt auch gleich bestellt während dem Livestream. Ich nehme euch überall mit, wo ich euch mitnehmen kann. So, das war der Einblick. Gerne Feedback in die Kommentare. Kannst du mal reinschreiben, ob du mit Windows arbeitest oder mit Mac oder sogar mit beidem. Ein paar Tools suche ich jetzt noch. Gerade so, was Daten hin und her schieben angeht. Wobei, da habe ich jetzt alles so auf den Desktops verknüpft. Das geht so rasend schnell. Ja, also, macht Spaß.